Ach, come on. Wie dumm ist das denn? Nee, da spreng ich mich bloß wieder selber. Ist auch geil. Juckt den mal null, dass der da oben drin sitzt und es schießt jemand auf sein Fenster. Das scheint vollkommen normal hier in der Stadt zu sein. Irgendwelche komischen Strahler. Hier gibt's nix. Ja. Der rosane Punkt zeigt mir halt mal genau an, wo ich hin soll, aber ja. Wie soll ich denn da reinkommen? Wie mache ich jetzt weiter? Das ist ein bisschen bescheuert. Ach, guck mal, da kann die auch viel weiter werfen. So wirft sie die noch so. Okay. Aber irgendwie sieht es schon aus, als wenn da jemand aus der Garage rauskommen will. Was machen wir? Ich würde am liebsten was vor die Garage stellen. Ach, guck mal. Was? Trashmaster. 5000. Also. Machen wir es einfach mal. Ich glaube nämlich, dass das. So, zeig mal her. Ich meine, die Lampe oder so kriegt man ja nicht kaputt. Das habe ich schon mal ausprobiert. Wow, 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 wow. Och, Junge. Ach, geil. Ich hab's gepackt. Ja, lolz. Und wie ich recht hatte. Yeah, Mann. Hätte ja gar nicht besser laufen können. Und Geld. Und Waffen. Ui, und noch mehr Waffen. Cool. Das nenne ich gelungen. Gib mir deine Waffe. Gib mir deine Waffe. Okay, gib sie mir halt nicht. Oh Mann, dieser Husten, der nervt. Ja. Wobei die Mission hier so schön einfach war. Ich meine, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Aber dass er die weit. Warum hat er die vorhin nicht schon so weit geworfen? Das raff ich nicht. Noch mal kurz Rüstung kaufen. Wenn wir schon hier sind, auch noch andere Waffen. Sehr gut. So gefällt mir das. Und dann gehen wir doch direkt mal wieder zu unserem Way. Hey Way, der Verräter ist tot. Ups. Kann man hier einfach so reingehen? Cool. Kann man ja irgendwas benutzen? Kaputt machen? Töten? Nix. Das ist ja. Ja. Sehr sinnfrei. Ah, lol. Das Waffenarsenal. Hey, Chick, over here! An old army buddy of mine runs a business in Rockford.
We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. So, good luck. Yeah. Feiger Bulle. Sich auf einer öffentlichen Toilette verkriecht. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus. Was mit deiner Tochter? Krass, da wurde gerade ausgeraubt. Ein Penner. Toll. Okay, dann wollen wir mal dem Typ helfen. Es gibt anscheinend gute Preise, das höre ich doch gern. Ich frage mich zwar, Preise für was und auch warum, weil, ja, Kohle habe ich eigentlich genug. Ich hoffe, wir schaffen die Mission gleich beim ersten Mal. Okay. Was geht denn hier? Sieht aus wie Armeegelände. Oh nein, ey. Kein Stress mit der Armee. Verstecktes Päckchen. Gucken wir uns erstmal um. Was es hier so Tolles gibt. Schön, schön, schön. Eine Wand. So, dann gucken wir da. Hä? Wieso kann ich den nicht aufmachen? Oh, hier steht ein Panzer. Panzer fahren. Ah, fick. Interessante Sandsäcke haben sie hier. Ich frage mich zwar warum, aber gut. Great phone to head, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those guys will be here any minute. What the heck? Wie komme ich denn daran? Will ich haben, will ich haben, will ich haben. Geile Scheiße. Was? Nein, ich Vollidiot. Ey. Fuck. Oh Mann. Ich hab's befürchtet. Ich mach die alte Mission nochmal, mach erstmal einen Cut. Mach die alte Mission nochmal, also die mit dem Spitzel. Und wir sehen uns dann einfach nochmal genau im Armeelager wieder. Also bis gleich. So, ein wenig früher. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zu dem Auftrag. Und hoffen, dass es nun ein wenig besser läuft.
Meine Fresse. Hier ist doch das Krankenhaus. So, HP haben wir schon mal. Ich könnte irgendwie noch Rüstung gebrauchen. Kriege schon sowas her. Ich würde immer interessieren, was mich am Ende des Auftrags dann noch erwartet, weil ich hoffe, ich kann dann mit dem Panzer und so rumfahren. Das wäre natürlich göttlichst. So, ich würde sagen, den parken wir mal hier. Gibt es hier noch irgendwas? Hier hinten war doch noch das Päckchen. Ja, genau. So, sammeln wir das natürlich mal noch ein. Na, ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Soll ich mich jetzt wieder auf diese blöden Container stellen und das Risiko eingehen, dass mich jemand... Ich meine... Great phone to head, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Ja, don't cry, Army Man. Ach, guck mal, was hier noch für Waffen rumgammeln. Hui. Schneller. Ach. Das ist auch sehr nice. Ja, dann würde ich sagen, Mission completed, oder? Ich meine... Nein, fuck. Oh oh, oh oh. Kommen die auch hier hinten rum, oder? Natürlich kommen die auch hier hinten rum. Ey, du Wichser. Ich glaube, es hackt. Oh, come on. Ja gut. Dann würde ich sagen, Mission nochmal annehmen. Oder warte mal. Kann man sich jetzt den Truck hier krallen? Nein, man kommt nur rein, raus nicht. Ja, Leute, man kann hinten rumlaufen. Ja, sehr sicheres Armeelager. Sehr cool. Bawaks Owl. Dann peige ich nämlich den Truck nachher direkt vor der Tür. Damit sollten die ja relativ schlecht reinkommen. Was sind das für grün angezogene Leute? Boah. Ja, tut mir leid für die Geschwindigkeit, aber ich glaube, das bietet uns nachher ausreichenden Schutz. Natürlich auch schön, wenn man mal gar keine Rücksicht nehmen muss auf irgendwelchen Verkehr. Geht weg! Wenn hier die Bullen rumfahren, will ich niemanden überfahren. Sehr rücksichtsvoll. Waffenarsenal. Komm, ey, der Auftrag muss doch schaffbar sein. Ich meine, das sind bloß irgendwelche Flachzangen mit Pistolen. Lulz. Aber ich würde ganz gern irgendwie an diesen Raketenwerfer kommen.
Ich glaube, mit der Bazooka schaffen wir das einfach ein wenig besser. Ja, komm, ey, auf einen Armee.